Hallo, liebe Angelfreunde. Es ist ganz kalt. Ein bisschen Schnee heute Morgen gehabt, aber ich bin trotzdem am Wasser. Und ihr seid vielleicht auch am Wasser. Ihr habt eure Lieblingsköder für Hecht, Zander, Barsch oder Dorschangel gefunden und vormontiert. Aber es gibt noch eine wichtige Frage. Welche Farbe auswählen? Dies ist eine Frage, die sich jeder Angler stellt und die Antwort ist nie leicht zu finden. Es gibt jedoch Trends, die sich abscheinen. Zum Ersten, alle Farben funktionieren. Sie sind aber zum Beispiel an eine Fischart, einen Moment des Tages, das Wetter, das Wasser, an einen Ort oder an eine Tiefe angepasst. Es ist unmöglich, für jeden Tag nur eine einzige perfekte Farbe zu haben. Deshalb müssen wir Angler unsere Köder und Farben regelmäßig wechseln, um den Trend des Tages zu finden. Die wichtigsten Parameter sind die Trübheit des Wassers und die Helligkeit. Beim klaren Wasser muss man am meisten mit natürlichen Farben angeln. Bei trübem Wasser muss man am meisten mit starken oder UV-aktiven Farben angeln. Am Tag angel ich meistens mit natürlichen Farben. In der Dämmerung oder bei Nacht nehme ich eine starke oder UV-aktive Farbe, wie Weiß, Rosa, Fire Tiger oder Orange. Diese Starkfarben funktionieren auch super am Tag im Winter. Diese Regeln gelten allerdings nicht jeden Tag. Das ist Angeln. Hier sind einige Basic-Farben. Die natürlichen Farben wie Ayu, also Grün, Blau, Pepper Tea oder Schwarz-Weiß. Hier sind ein paar starke Farben. Morito, Chartreuse, Weiß, Nacré, Rosa, Fire Tiger, es gibt auch Orange oder Gelbe Fluo. Wir können in diesem Video sehen, wie man die Farben unter Wasser sehen kann. Man kann Rosa auch in tiefen Stellen gut sehen. Manchmal ist gut, wenn der Fisch gerne Farben sieht. Aber manchmal es ist auch schlecht, wenn der Fisch nicht gut auf starke Farben anspricht. Ich empfehle euch also, diese verschiedenen Farben zur Hand zu haben und zu testen, bis ihr die Farbe des Tages gefunden habt. Bleibt nicht auf dem letzten Fischfang. Es heißt nicht, weil man beim letzten Mal mit einem blauen Köder Fische gefangen hat, dass es morgen genauso sein wird. Ein Beispiel. In der Ostsee nehmen viele Angler nur Orange. Ich habe allerdings meistens mehr Fische mit Blau oder auch anderen Farben gefangen. Es gibt also nicht die eine Farbe für ein bestimmtes Gewässer. Ich persönlich bleibe nicht länger als 30-40 Minuten mit der gleichen Farbe oder dem gleichen Köder an einem Ort, wenn ich natürlich keinen Biss habe. Heute ist ein perfektes Beispiel. Erste Stelle, alle Farbe probieren, kein Biss gehabt. Zweite Stelle, viel Biss gehabt, alle Farbe funktioniert, aber nur kleine. Und dritte Sport hier, nur die natürliche Farbe funktioniert. Vergesst nicht, dass jede Farbe funktionieren kann, aber nicht muss. Angeln bedeutet immer probieren. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich wünsche euch viel Erfolg und Petrial. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!